Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Ü40 Zocken. Mittlerweile gibt es ja gefühlt eine Milliarde Ratgeber-Videos auf YouTube, in denen uns erklärt wird, wie wir innerhalb kürzester Zeit Multimilliardäre in New World werden. Das sind dann so Sachen wie verdient 65.000 Taler in einer Stunde, indem ihr nur Eisenkraut farmt und mit Sicherheit funktionieren einige der Guides auch, aber es gibt ein paar Sachen, die es ja da auch zu beachten gibt. Erstens mal ist jeder Server von der Wirtschaft her irgendwie dann doch anders. Auf den Fresh-Start-Servern zum Beispiel dauert es erstmal eine gefühlte Ewigkeit, bis die Handelsposten, Schrägstrich, die ganze Wirtschaft sich eingependelt hat. Dann haben wir natürlich auch das Problem, dass die meisten dieser Guides, nenne ich sie jetzt mal, natürlich auch voraussetzen, dass wir uns hier stundenlang mit dem Farmen von einem und demselben ja, Rohstoff beschäftigen, in der Hoffnung, dass nebenher dann auch noch was droppt, was auch noch recht lukrativ ist und so weiter und so weiter. In diesem Video möchte ich euch allerdings was zeigen, was gerade für Leute wie mich, die eigentlich nur Gelegenheitsspieler sind, ein, zwei Stunden am Tag, na, wir haben ja schließlich auch noch ein Real Life und ihr werdet mit dem, was ich euch jetzt zeige, sicherlich kein Millionär werden, aber zwischendurch mal ein paar tausend Taler extra könnt ihr euch doch dadurch verdienen. Und wenn es geschickt anstellt, dann ist es auch eine Sache, die auf Dauer funktioniert. Und das Beste daran ist, ihr müsst, wenn ihr es nicht wollt, auch nicht selber irgendwie Kohle investieren, sondern das Ganze geht rein mit Sachen, die ihr nebenher beim Zocken auch wenn auch über einen längeren Zeitraum dann in größeren Mengen gedroppt kriegt. Warum bin ich jetzt hier in Schluchtpunkt, in einem der Außenposten? Wichtig ist, wir brauchen einen der Außenposten oder einen der, ja, eine der Ortschaften in Schwefelstein, Sand, Wüste, wie auch immer das Ding heißt, gibt es ja einen Ort, an dem auch dieser Gipsofen ist. Dieser Gipsofen wird natürlich hauptsächlich dazu benutzt, um Gips und Gipsabdrücke herzustellen, um eben die Expertise zu leveln. Was viele Leute aber nicht auf dem Schirm haben oder noch nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wenn wir hier ganz runter scrollen, gibt es die sogenannte Veredelungsmaterialkonvertierung. Und da sehen wir hier zum Beispiel den Kriegsorden Eisen. Den können wir uns jetzt hier anfertigen. Der Kriegsorden Eisen, um was geht es da? Ist ein Herstellungsmaterial, das einem Gegenstand einen Bonus auf Stärke in Klammern Soldatensuffix verleiht. Sprich, wenn ihr diesen Kriegsorden beim Craften von einer Rüstung verwendet, dann kriegt ihr da das Attribut Stärke mit drauf. Und das ist natürlich recht gefragt, ne? Also es gibt ganze ja, Heerscharen von Kompanien, die speziell Kriegsorden oder aber auch hier unten den diese Wachposteninsignien in rauen Mengen kaufen für relativ gutes Geld. Hier beim Wachposteninsignier bekommen wir einen Bonus auf Konstitution, sprich ja, mehr Gesundheit eben. So, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, gehen wir mal wieder auf den Kriegsorden, ist, dass wir außer Azoth, und das ist eigentlich kein Problem, das müsste jeder in ausreichenden Mengen haben, also seitdem die Schnellreisekosten ja mehr oder weniger null betragen, je nachdem, wie die Fraktionsgebiete sich auf der Karte aufteilen, habe ich zum Beispiel eigentlich, bin ich immer regelmäßig an der Azoth-Grenze von 1000. Des Weiteren durch die Werkzeuge, Sammelwerkzeuge kriege ich auch so beim Sammeln, Häuten oder Gegner killen auch noch Azoth. Also Azoth stellt in der Regel kein Problem dar. Und das Interessante ist jetzt hier, um diesen Kriegsorden noch herzustellen, brauchen wir aus unserem Herstellungsmod-Container, nenne ich es jetzt mal, verschiedene Sachen. Das sind jetzt alle Sachen, die mit Azoth zusammen diesen Kriegsorden ergeben können. Ihr seht, ich habe jetzt hier zum Beispiel 10 Wildschweinblut, 10 Wolfsblut oder 51 kleine Quarzkristalle. Nehmen wir mal die Quarzkristalle. Und ich könnte jetzt, ich brauche 5 Stück und 20 Azoth, um einen Kriegsorden herzustellen. Das heißt, mit denen kann ich jetzt 10 Kriegsorden herstellen. So, Herstellung fortsetzen. Dann schauen wir mal, was können wir noch machen. Wir brauchen 5 Stück, also nützen uns hier in dem Fall nur Wildschweinblut und Wolfsblut was. Hier können wir noch mal 2 machen.
Das sind jetzt natürlich keine großen Beträge, aber ich sage da gleich noch was dazu. Hier können wir auch nochmal zwei machen, das heißt, wir haben dann 14 Stück. Wachposteninsignien, schauen wir mal, ob wir da noch was machen können. Können wir. Da können wir 6 Stück herstellen. Und die ganzen Materialien, inklusive dem Artsort, habe ich jetzt weder gekauft noch irgendwie bewusst danach gesucht, sondern im Laufe der Tage, Wochen hat sich das halt angesammelt. So, schauen wir mal, können wir noch irgendwas machen? Nein, das reicht nicht mehr. So, das heißt, wir haben jetzt in unserem Inventar 15 Kriegsorden und 7 Wachposteninsignien. Jetzt schauen wir noch mal im Handelsposten, was wir dafür kriegen würden. Gehen wir mal auf Verkaufen. Na, okay, jetzt habe ich natürlich die ganzen Herstellungsmods noch drin. Dann filtern wir mal nach in Besitz. Zick, zick, zick. Die müssten dann irgendwann hier bald auftauchen. Das zum Beispiel der Kriegsorden. So, Kriegsorden. Hier sieht man die verschiedenen Verkaufsaufträge. Das heißt, hier hat zum Beispiel im Windkreis einer einen größeren Auftrag eingestellt. Der zahlt uns 29 Taler 7 pro Stück. Schauen wir mal, was wir kriegen würden, wenn wir einen Verkaufsauftrag selber erteilen. Und da ist jetzt interessant, dass der Verkaufsauftrag von dem Typen, beziehungsweise der Kaufauftrag von wem auch immer, ja, fast 2 Taler über dem Marktpreis gerade liegt. Also da hat einer nicht aufgepasst oder irgendjemand versucht, sich hier gegenseitig zu unterbieten. Das heißt natürlich, in dem Fall verkaufen wir jetzt diese 15 Stück an diesen Kaufauftrag. So, wo haben wir sie? Kriegsorden Eisen. So, wir würden jetzt 425 Taler dafür kriegen, minus 10,90 € Gebühr. Ich verkaufe den jetzt natürlich nicht hier, sondern in einem Handelsposten, in dem ich weniger Gebühr zahle. Da müsst ihr dann natürlich auch noch drauf achten. Dann schauen wir uns noch die Wachposteninsignien an. Wie gesagt, jetzt in dem Video sind es natürlich kleine Stückzahlen, ne? 15 Kriegsorden und 7 Wachposteninsignien. Der hier würde 13 Taler zahlen, Verkaufsauftrag, sind wir bei 18,85. Also da würde ich jetzt zum Beispiel ja, 16,50 oder 17 € einen eigenen Verkaufsauftrag starten. So, was natürlich auch eine Überlegung wert wäre, ist, aber nicht auf jedem Server, muss ich leider dazu sagen, zum Beispiel die Herstellungsmods, die man braucht, auch selber zu kaufen. Na, da können wir mal gucken. Kleiner Quarzkristall. Kleiner Kuh, kleiner Quarzkristall. Für den würden wir jetzt quasi 6 Taler zahlen. Wir brauchen 5 Stück. Das heißt, hier würde es sich nicht rentieren, weil 5 Stück, um einen Kriegsorden herzustellen, da wären wir dann hier bei 30 ausgegeben und würden dann nur 18 zurückkriegen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel bei euch auf dem Server mal durchsucht nach den Herstellungsmaterialien, die ihr braucht, um diese Kriegsorden oder Wachposteninsignien herzustellen, und ihr seht irgendwie Wolfsblut oder jetzt den Quarzkristall für 1 € oder was, dann kauft, 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 kauft. Ihr investiert dann einen geringen Betrag und kriegt aber so das, ja, Mehrfache auf alle Fälle wieder, ohne großartigen Stress. Na, wir können jetzt noch kurz nach Wolfsblut gucken, aber ich glaube, hier auf dem Server ist die Kunde, wie das funktioniert, schon durchgedrungen. Ja, man sieht's. Also, wenn ihr die Preise seht, dann wissen schon relativ viele Leute Bescheid und haben sich diese Einnahmequelle schon zunutze gemacht. Was gibt's noch? Wildschweinblut. Ja, das sind halt die Sachen, die die Leute sich da jetzt zusammenfahren. Man merkt es ganz klar, sobald die Kunde durchgedrungen ist, dass man mit was Geld verdienen kann und verschiedene Materialien dazu braucht, dann steigen die natürlich im Preis. So, aber das war nur ein kurzer, ja, eine kurze Info für alle, die vielleicht nebenher mit dem Zeug, was sie sowieso sammeln, noch ein bisschen Cash machen wollen. Schaut euch das Ganze bei euch auf dem Server an und vielleicht ergibt sich ja eine Gelegenheit, ein bisschen einen Schnapper zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wenn es euch weitergeholfen hat oder euch gar gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos oder einem meiner nächsten Livestreams. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Ü40.